Das Jahr 2015. Der Flüchtlingsansturm erreicht Cottbus. Innerhalb von wenigen Monaten werden über 1000 Menschen aufgenommen. Der Platz geht schnell aus. So wird die Turnhalle in der Posnaner Straße zur Notunterkunft. 5 Jahre später sind die meisten Flüchtlinge integriert. Sie wohnen auf allen Stadtteilen verteilt. Die Migrationsarbeit wirkt. Das machen wir an unterschiedlichen Konstellationen fest. Das machen wir an den Beratungszahlen fest, die auch gestiegen sind von Jahr zu Jahr. Das machen wir fest daran, dass wir merken, was für große Fortschritte in den Fähigkeiten und Kompetenzen die Zielgruppe mittlerweile mitbringt. Das sehen wir aber auch an dem großartig gewachsenen Netzwerk der Migrationssozialarbeit, was sehr wirksam ist, wo die Leute gut miteinander korrespondieren und sich auch austauschen. Der Ausländeranteil in Cottbus liegt inzwischen bei etwa 9%. Das macht sich in den Schulen bemerkbar. In jeder Jahrgangsstufe lernen auf ganz Cottbus betrachtet 100 Schüler mit Migrationshintergrund. Um sie zu fördern, gibt es seit 2018 Migrationssozialarbeiter. Doch so schnell können auch sie nicht alle Probleme lösen. Es gibt tatsächlich Gruppen, die uns Sorgen machen und wo wir gerne weiterhin begleitend dabei sein wollen. Das ist vor allen Dingen die Gruppe der funktionalen Analphabetinnen. Das sind Menschen, die in ihren Herkunftsländern keine Schule oder nur wenig Schule besucht haben. Das sind Personen, die dann in der Regel schlecht Deutsch sprechen, also auch die Integrationskurse nicht schaffen. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie schlicht die Kompetenz nicht mitbringen. Also da müssen wir noch viel investieren. Die Arbeit ist also noch lange nicht abgeschlossen. Einen ausführlichen Einblick in die Migrationssozialarbeit gibt es auf 82 Seiten im Wirkungsbericht.